Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen im wunderschönen strömenden Regen von Alex. Alex. Ich muss das Alex besser aussprechen lernen. Ich betone es immer falsch. Deutsche Sprache, Schwere Sprache. Gut, da liegt was. Darf ich das mitnehmen? Ein Besen zum Heimfliegen und einen Rucksack. Ein Truhenschlüssel. Missionsgegenstand. Öffne die Truhe eines Händlers im Umschlagplatz vor der Kuppelstadt. Ja, super. Wieso habe ich das nicht früher entdeckt? Wurscht, ich nehme alles mit, natürlich. Da müssen wir noch diese Truhe finden, ne? Da hinten irgendwo war da nicht mal eine welche. Da, die da, die da, die da. Ich glaube, das ist jetzt, ne? Ich glaube, da haben wir recht gehabt. Elektroschrott, Zigarettenstange und Elixid. Nehmen wir alles mit. Sehr gut. Oh, Ruck. Gut. Dann würde ich sagen, einmal kochen noch. Haben wir was zum Kochen? Nicht wirklich viel, ne? Oh, Steak Teller könnten wir wieder machen. Das heilt jetzt, also heilen tut's. Ja, nicht so schlecht. Angriffsstärke gibt es dazu. Was haben wir hier? Rüstung. Wein fehlt hier natürlich. Wein zum Ablöschen ist immer super. Giftresistenz, kühlendes Klumpert. Da was mit 100 geht gar nichts. Gesundheit, gebratenes Fleisch, na danke. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Steakteller, bauen wir da halt von mir aus 10 Stück. So, passt. Sehr gut. Haben wir wieder was Leckeres in der Tasche. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden da wirklich bald nicht mehr rauskommen. Ich hoffe aber sehr, dass es innen drin in der Stadt irgendwo einen Teleporter gibt. Das wäre sehr nice. Jo, also auf jeden Fall nochmal speicheln. So. Sicherheitshalber. So. Aber wir sind der Held. Wir finden immer einen Weg nach draußen. So. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Na dann, gehen wir's an. Halt. Hallo. Keinen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Von deiner Sorte ist die Stadt sowieso schon überlaufen. Ja. Wir können nicht noch mehr von euch hier gebrauchen. Ja, das kennen wir schon. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Jo. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist richtig. Niemand ohne gültige ID darf die Tore der Stadt betreten oder verlassen. Jemand, der sich nicht ausweisen kann, könnte sich auch eingeschmuggelt haben. Wir können es nicht riskieren, dass sensible Informationen in die Hände des Feindes gelangen. Also halten wir jeden, der raus will und sich nicht ausweisen kann, hier drinnen fest, bis geklärt ist, wo seine ID ist. Stellt sich heraus, dass er gar keine ID besitzt, dann kümmern sich unsere Suggestoren um ihn. Ja, ich habe eine ID, lass mich durch. Ist dir klar, dass vor den Toren mit gefälschten IDs gehandelt wird? Was ist ein Suggestor? Fangen wir mal da blöd nach. Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Schön. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Schön. Lass mich durch. Ich habe eine ID. Lass mich durch. Zeig her, ich muss sie überprüfen. Halt, warte mal. Du warst doch schon mal hier und hast mich gefragt, woher du eine ID bekommen kannst, richtig? Dann erzähl mir doch mal, woher du diese ID hast, Freundchen. Sie ist gefälscht. Ich habe sie gefunden. Sie gehörte meinem Bruder. Das ist meine. Ich hatte sie nur verlegt. Ich habe sie gefunden. Du hast sie gefunden? Das kann ich irgendwie nicht glauben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir schon einmal jemand diese ID gezeigt hat. Und dieser jemand war es definitiv nicht du. Deine Geschichte hat Lücken, mein Freund. Aber weil ich heute einen guten Tag hatte, mache ich dir einen Vorschlag. Du kannst eine legale ID bei mir kaufen. Oh.
Ich kaufe die Zugangs-ID. Wunderbar. Das ist ganz schön teuer. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Die gefälschten IDs, die du mir gezeigt hast, bringst du direkt zu Erich. Bei ihm meldest du jeden, den du ohne Papiere in der Stadt triffst. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich noch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Ach so? Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Dankeschön. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Ach, auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Das interessiert keinen. Ich war auch mal ein Alp. Es sind Separatisten in der Stadt? Ja, so hab ich auch reagiert. Sie behaupten nicht mehr zu den Alps zu gehören. Aber diesen unreinen Wesen kann man nicht trauen. Einsperren und auf Elex-Entzug setzen. So lange, bis sie nur noch Gemüse sind. Das sollte man mit ihnen machen. Man munkelt, sie hätten ihr Hauptquartier irgendwo im Osten von Abessa. Eigentlich müsste man sie aufspüren und den ganzen Laden da aufräumen, wenn du mich fragst. Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Ja, wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Du hast das Konzil von Magalan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Mhm. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Na dann. Danke für die Energiezelle. Da drüben ist glaube ich nichts. Na super, das ging ja mal gut. Ja, wir brauchen diesen Kopper. Wo ist der Kopper? Copy! Gefälschte Papierchen. Besser. War das der Typ? Bla bla bla. Na, das war mit Erich. Besser, Edan. Hauptding ist falsch, ne? Gefährte. Finale von später, Edan. Ist auch nicht ganz richtig, aber ja. ID-Card. Oh doch, Kopper ist auch mit dabei. Alles dabei. Alles in einem. Gut. Crony, da vor uns ist wer? Egal, werden wir gleich finden. So, da vorne ist jemand. Hallo, wer bist denn du? Hm. Ich dachte, wäre ein Eingang. Aber der ist wahrscheinlich auf der Seite. Hallo! Ist hier jemand? Kopper! Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Du kommst schnell zur Sache. Gegen die Kleriker, für die Kleriker, schnell zur Sache. Du kommst schnell zur Sache? Hey, ich hab dich was gefragt. Entweder du gibst eine klare Antwort oder du verziehst dich. Alter, gegen... Gegen die Kleriker. Du scheinst ein bisschen Verstand in deinem Kopf zu haben. Wenn Danke. Es nach mir geht, können die sich alle wieder verpissen und zu Hause mit ihren ach so wertvollen Plasmagewehren spielen. Wir werden hier unterdrückt. Ja, ich weiß. Wir alle haben zugestimmt, dass die Kleriker hier das Ruder übernehmen. Aber dass jetzt niemand mehr in oder aus der Stadt darf, ist doch einfach nur noch Paranoia. Weil die Alps immer näher kommen. Wer's glaubt? Also ich bin schon da. Naja, manchmal muss man sich der Situation anpassen. Die Alps zu unterschätzen, ist ein tödlicher Fehler. Manchmal muss man sich der Situation anpassen. Tja, als Outlaw hat man da so seine Schwierigkeiten mit.
Wir leben in Unvernunft und sterben in Unvernunft. Das mag nicht klug sein, aber so ticken wir nun mal. Hier, nimm das. Wenn die Kacke zu sehr dampft, überlässt du es besser nicht deinem Gegner, dir den Rest zu geben. Oh, danke. Ich komme von Hunter. Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ja, warum nicht? Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Solange ich dir nicht vertrauen kann, werde ich dir gar nichts erzählen. Ah, ist ja klar. Ich komme vom Jägerlein. Ich komme von Hunter. Hunter schickt dich? Warum ist er nicht selbst hergekommen? Er hatte Angst, dass er nicht mehr aus der Stadt gelassen wird, wenn man ihn erwischt. Du meinst, er hatte Angst, dass ihm das Gleiche passiert wie mir? Ich kann froh sein, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Sonst wäre ich längst bei den Suggestoren gelandet. Hat Hunter dir etwas für mich mitgegeben? Ja, hat er. Gefälschte D-Karte geben, hat er. Gefälschte D-Karte geben, nicht geben. Ach so. Na, geben. Hat er. Na endlich. Danke. Damit kann ich diese stinkende, klerikerverseuchte Kuppel endlich verlassen. Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Ich weiß nicht, ob Hunter dir eine Belohnung versprochen hat, aber von mir bekommst du auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Wir arbeiten für eine gute Sache, vertrau mir. Naja, da bin ich mal gespannt. Ein Schlafsäckchen. Ja, Diebstahl, immer dasselbe. Da kann man nichts mitnehmen, echt. Aber er hat sich wenigstens recht schon eingerichtet. Gut, dann zum nächsten Herrn, ne? Der Schöpfung. So, also, dann. Ach so, entweder oder. Oh. Ach so. Ich meine, das habe ich gewusst. Ich hätte gern einen Teleporter. Wenn ihr irgendwo was blau leuchten seht, ne, wie es für Teleporter üblich ist, dann schreit's mal kurz. Ich hoffe halt, dass hier drin einer ist. Das wäre nämlich wirklich schön. Aber wahrscheinlich nicht. Was mache ich eigentlich hier? Ich könnte noch nach Quests suchen. Das wäre mal nicht schlecht. Oh. Hey, du. Ja? Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich habe nur eine Frage an dich. Aha. Du kommst doch von draußen, oder? Ja. Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Also, momentan ist es ruhig. Warum fragst du? Es herrscht Krieg. Warum fragst du? Warum fragst du? Aus Interesse. Eigentlich kann es uns egal sein. Unter meiner Kuppel kann uns sowieso nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Das ist aber schön. Ah, du bist ehrlich. Ah, verstehe. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich. Ich dachte, Kleriker wollen keine unreinen Menschen neben ihnen. Ah, das obere zuerst. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignaton? Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Das obere. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignaton? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Ich kann die Energieregulatoren für dich reparieren. Ich kann die Energieregulatoren für dich reparieren. Danke für das Angebot, aber das ist nicht mehr nötig. Ich habe sie bereits repariert. Sie sind nur noch nicht alle eingebaut worden. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden?
Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden? Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Also blöd gelaufen dann, ne? Wie viele Energieregulatoren sind kaputt? Na, alle. Das ist ja das Problem. Schön. Allerdings habe ich bei den meisten schon für Ersatz gesorgt. Nur Lutz hat seinen noch nicht bekommen. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Ich dachte, ihr Berserker wollt mit Technik nichts zu tun haben. Wir sind nicht alle so. Nimm meine Hilfe an oder lass es, deine Entscheidung. Na, wir sind nicht alle so. Das sehe ich. Ich bin froh, dass ihr Berserker auf unserer Seite steht. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Jawohl. Nördliche Mauer. Ich wollte eigentlich rein hier und mal schauen, ob es einen Teleporter gibt. Ah, das da ist die nur. Also wie das quietscht, bin mir gar nicht sicher, ob das noch lang halten tut. Also ich dachte, hin wäre jetzt ein Teleporter, weil da was blau geschimmert hat. Aber in Wirklichkeit war das, glaube ich, nur ein Helm. Ich glaube, hier drin wird es keinen Teleporter geben, wahrscheinlich. Sonst wäre diese ID-Karte komplett nutzlos, oder? Ja, ich glaube, da gibt es wirklich keinen Teleporter. Ist leider schade, aber ist halt so, ne? So. Achso, ich wollte eigentlich nicht drauf, aber ist wurscht. Haben wir noch was zum Einsammeln? Oh, ruck. Halt, nicht so toll. So, passt. So. Naja. Tap, 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 tap. So, dann würde ich sagen, nächste Quest, ne? Also, die Queste. Sicherheitsmaßnahmen. So. Der ist da drüben. Dann rennen wir halt zum Kerl, ne? Oh, wer bist denn du? Feldarbeiter. Okay. Ich halte jetzt immer noch ein bisschen Ausschau nach einem möglichen Teleporter, aber ich glaube, da eh schon zwei rundherum sind, glaube ich nicht, dass wir da noch einen dritten hier drinnen haben könnten, werden, haben tun. Ich schaue da nochmal kurz drauf. Es wäre schön, aber ich befürchte, dass wir so viel Glück nicht haben werden. Na. Ich glaube, da renne ich umsonst herum. Aber vielleicht erfahrene Spieler von euch wissen sicher, ob es einen Teleporter gibt oder nicht. Nix sagst du? Hey, oh. Was gibt's denn da zu glotzen? Ich hab nichts gemacht. Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier. So hübsch und doch so vorlaut. Boah, ich bin kein Plünderer. Pass lieber auf, mit wem du dich hier anlegst. Ich bin ein bisschen frech. So hübsch und doch so vorlaut? Noch so ein blöder Spruch und du wirst mich kennenlernen, Freundchen. Bist du immer so aufbrausend? Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Bist du immer so aufbrausend? Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Ja, machen wir das. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja,
Ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Was machst du in dieser trostlosen Gegend? Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Die Menschen hier brauchen meine Hilfe. Viele sind hier gestrandet und wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ist das nicht die Sache der Kleriker? Ha! Wenn sie sich doch genauso um die Menschen hier kümmern würden, wie um ihre kleinen Kriegsspielchen, dann müssten die Leute hier auch nicht im Dreck leben. Du bist noch in der Ausbildung? Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Mach du arme Haut! Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Oh. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen, oh ja. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Pah, möchte ich wetten. Glaub mir, Freundchen, mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht. Ich könnte dir helfen. Ja, ja. Wenn ich dich so ansehe, dann hast du selbst genug Probleme. So ein ernster Blick passt nicht zu deiner restlichen Erscheinung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir, Fremder. Na, was ist es? Bist du aus Stims? Oder hast du das große Mutantenflattern? Elixentzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Mit mir ist alles in Ordnung. Das geht dich einen Dreck an, Nanates Obere. Elixentzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Ha! Ein ehemaliger Alpsoldat. Wusste ich's doch. Tja, Eisklotz. Da haben wir wohl einiges gemeinsam. Wie auch immer, besser du behältst deine Griffel bei dir. Ich merke sofort, wenn du was versuchst, klar? Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Und was genau hast du vor? Ich stecke mitten im Krieg gegen die Elixitoren und versuche dafür eine schlagkräftige Kampftruppe zusammenzustellen. Ach ja? Und du glaubst, ich beteilige mich an deinem kleinen Scharmützel? Als Gegenzug für deine Kampfkraft biete ich dir an, deine magische Entwicklung zu fördern. Du sagtest selbst, je länger du hier bleibst, umso unberechenbarer wirst du. Willst du die Menschen, die du zu schützen versuchst, durch deine eigene Hand in Gefahr bringen? Nein, aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen? Ich kenne Elex und die Magie. Ich kenne die Impulse, die dich im Schlaf verfolgen. Ich kenne die Albträume und den Drang der Vernichtung. Jeden Tag aufs Neue versuchst du. Okay, hör auf damit, du hast mich überzeugt. Ich pack meine Sachen und warte draußen vor dem Haupttor. Ich rate dir aber, da aufzukreuzen. Sonst wird das ein kurzes Gastspiel, Freundchen. Gute Entscheidung. Ich werde da sein. Das möchte ich dir auch raten. Cool. Yeah, jetzt haben wir mal eine Powerfrau. Powerfrau. Ja, ja. Schön. Gut. Also im Team meine ich, ne? Eine Powerfrau im Team. Sie ist noch lange nicht unsere Freundin. Also, feste Freundin. Freundin schon, aber nicht feste Freundin. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Also, ein schönes Klo haben wir hier. Bild was ausgeraubt. Gut. Ich muss Wo muss ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Ich wollte dem einen Kerl das Ding bringen, ne? Nebenbei, hoppala. Ja, stimmt. Speichern könnten wir auch. Und der Part ist schon wieder zu Ende. Also, ehrlich, das ist gemein. Aber wenigstens haben wir eine neue Gefährtin. Na gut. Ihr Lieben, dann belassen wir es mal für heute, ne? Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!